Es ist fröhliche Ostern. Na, 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 na. Endlich wieder im Bett drin. Da komme ich direkt wieder fettgeweckt. Wer ist da? Er wagt es bald, Schlaf zu stellen. Sophia, nein. Was geht? Oh, das ist etwas dunkel, aber okay. Hey. Ja, ja, und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zu Fire Emblem Engage. Diesmal habe ich nicht vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Nein, überhaupt nicht. Obwohl, werde ich gerade 5 Minuten irgendwie hier schon aufgenommen und dann gemerkt, warte mal, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Also ja, gerade wurde ich von Fram geweckt. Sie hat eine Vase von mir zerdeppert. Aber jetzt ist jemand anders gekommen, offensichtlich. Also ja, passiert mal, ne? So, aber diesmal habe ich dran gedacht. Da frage ich bestimmt, warum ich schon direkt aus meinem Zimmer rausgerannt bin, ohne irgendwie hi die Dingens hier, ohne die Bandgespräche abzugrasen. Ja, der Grund dafür liegt daran, weil ich die am Ende des Parts machen will, ne? Und ja, weiß nicht, ich habe irgendwie so 9 Stück oder so von denen angesammelt und mein Gott, das wird irgendwie viel zu lange dauern, habe ich so Gefühl. Außerdem gucken wir jetzt gleich noch Supports an und ich will jetzt nicht, ich habe mir irgendwie vorgenommen, die jetzt immer am Ende zu machen, weil dann gehen wir irgendwie schneller in die Action rein, finde ich. Und ja, ich trage übrigens ein Hasenkostüm, ne, habe ich das schon erwähnt? Vorhin hatte ich das erwähnt, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich habe offscreen die ich meine, ist ja eigentlich egal, wann wir die Bandgespräche machen, ne? Die wurden sowieso schon freigeschaltet und aktiviert. Ich muss ja immer skippen, wenn ich die sofort freischalte, weil die sich automatisch abspielen. So, eine Sache möchte ich hier noch nachschauen. Okay, da ist Marvier, weil er ist nämlich nicht aufgetaucht im Somniel, als ich hier offscreen meine Arbeiten hier gemacht habe. Ah, bist du schon am Chillen, Kollege? Also ja, ihn konnte ich gar keine Geschenke geben, keinen Support aufbauen, weil er nicht am Rumlaufen gewesen ist hier im Somniel, ne? Weil es auch noch im C-Gebiet. Deswegen geben wir dem mal jetzt hier kurz ein paar Dinger, ein paar Schutzjuwele. Oh. Oh. Heck, heck. So, spätestens als ich seinen Support angeschaut habe, habe ich dann gemerkt, meine Aufnahme war nicht am Laufen. So, die einzige, die jetzt noch fehlt, die noch auf C rumlungert, ist Panett. Aber die läuft jetzt hier nicht rum. Was auch beim letzten Mal nicht. Schade. So, wir machen heute DLC, ne? Und die Sache ist die. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Sachen, die ich jetzt hier mache, also ja meine Charaktere ausrüsten und so, ob das ihr irgendwie einen Unterschied überhaupt macht. Ob ich das hier, weiß ich nicht, ob ich die Charaktere alle ausrüste. Einfach nur, weil ich ja wahrscheinlich irgendwie vorgegebene Charaktere und Ausrüstungen alles so was bekomme. Deswegen weiß ich nicht, ob irgendwelche Vorbereitungen, die ich hier treffe, irgendwie einen Einfluss darauf haben, aber ich habe es trotzdem mal gemacht, ne? Aber da gucken wir gleich später mal, ne? Erstmal grasen wir hier mal die Unterstützungsgespräche ab. Und dann geht's auch direkt ins DLC, ne? Weil ich wollte jetzt nicht irgendwie die Support machen, jetzt irgendwie 20 Bandgespräche mit meinen Charakteren. Und dann dauert es irgendwie eine halbe Stunde, bis wir ins DLC reinkommen. Und ich will sich. Das DLC ist erst vor kurzem rausgekommen, jetzt will ich nicht irgendwie so reinpacken, so oh, fett neu DLC, ne? Dann kommt halt erst in der Stunde, wenn ich im Part drin bin. Deswegen kürzen wir halt heute mal ein bisschen ab. Guck mal am Ende des Parts die Bandgespräche. Ja,
俺を褒めたりしないでください。心苦しくなるだけです。あなたはいつまで罪滅ぼしを続けるつもりですか？わかりません。ですがきっと一生かけても終わらないのだと思います。俺はそれだけのことをしてしまったのですから。 Was hat er denn jetzt gemacht? In die Kamera direkt hier irgendwie so. Drachengott, nehmen Sie mich. Eine sehr merkwürdige Kamerafahrt. Okay, nehmen wir noch hier. Ich habe natürlich viele Gespräche hier mit Bale ja freigeschaltet, weil sie neu ist, ne? Deswegen machen wir mal hier Hortensia und Bale. Das kann ja. Lass mich raten, wie es hier aufläuft. Bale ist niedlich. Hortensia fühlt sich bedroht. Hortensia fühlt sich, schwört sich noch süßer zu sein. Ne? Ja, okay. Stimmt. あなたはお父様が死ぬ姿を見て笑ってた。あの姿が頭から離れないのよ。お願いだから私に近づかないで。どこかよそへ行ってちょうだい。私あの時のことを謝りたいと思って。イルシオンは邪竜を信仰している国よ。でもそれは間違いだった。あなたは好きになれないけど その強さだけは羨ましいわ。私がもし邪竜に生まれていたら、その力でお父様を守ることができたはずだもの。邪竜に生まれていいことなんて何もないわ。生きてるだけで殺されかけるもの。私は人間に生まれたかった。そうすればこんなに悩むこともなかったのに。何よそれ。 Es wäre eigentlich mal interessant, wenn das mal möglich wäre, dass sie nach so einer Aussage, dass wir nach so einer Aussage echt nie mehr irgendwie einen Support mit den beiden sehen würden. Aber dann läuft natürlich nicht so ab, ne? Natürlich werden die irgendwie noch weitere Supports haben, dann werden die Freundinnen, ne? Sie merkt, oh, du bist ja gar nicht so böse, ne? Aber wenn man interessant wird, halt irgendwie so echt durchgezogen wird, ne? Nach so einem Gespräch. So, jedenfalls unsere beiden Neulinge hier natürlich. Und sich sehr schnell verstanden, glaube ich. Im Ort rumzulaufen? Kennen だってそれだけのことをしたんだから。謝っても済まなければどうするのですか。もしベイル様の身に何かあったら。私は子供じゃないんだよ。自分で何とかするよ。だからもうついてこないでね。待ってください。私は一人でやりたいことがあるの。言ってしまわれた。ベイル様は Wird schon gut gehen. Sie ist 35. Ich glaube, ich hat sie sehr. Oh Gott, da wird auch nicht so rosig. No pun intended. Mit Ivy. Baby。ベイル王女、本当にごめんなさい。私のパパがあなたのお父さんを狂わせたこと。 昔はとても優しかったのだと聞いているわ。物静かで民や家族を深く思う王だったと。あん
そんなことがなければあなたは今もお父さんと一緒に。それ以上は言わないで起きてしまったことが全てよ。そんなことがなければなんて考えても意味がないわ。そうかもしれないけど私はあなたの父の罪はあなたの罪ではない。 お願い。何か償わせて。意外と頑固なのね。なら次に会う時までに考えておくわ。あなたに償いとして何をしてもらうか。ありがとう。どんなことでも受け入れるわ。どんなことでもと言ったわね。後悔しても知らないんだから。 Alles klar. Dann haben wir mich und Pandreo nach Ewigkeiten, wie sich anfühlen. パンドロ、予定が合わないのであれば仕方ありません。また次の機会にでも。いえ、予定の問題ではないんです。ではなぜ？パンドロは 私は信仰対象と言ってくれますが、私が直接何かしたわけではありませんので、皆さんとお話をしたらがっかりさせてしまうかもしれないと思ったんです。神龍様を悩ませてしまったのですね。ですがそんなことは杞憂です。現に俺は幼い頃あなたに救われましたので。パンドロが私に？でも私はずっと眠っていて。両親は 聖職者とは言えないような人間でした。俺と妹を捨てて、どこかへ消えてしまったんです。教会で司祭様から秘密のお話を聞いたから、聖地ソラネルには眠り続ける神竜の巫女がいる。巫女はいつか目覚め、Irgendwann、bestimmt。Eines Tages、vielleicht。今辛いことがあっても、いつかは救われる。俺はそれを励みにしてきたんです。 この話は嘘か誠か不確かなものでした。けれど、敬虔な信者たちは皆信じていた。あなたの姿だけでその話が本当だとわかるのです。神竜様が皆を失望させることなど絶対にありません。Was mit den Blumen im Hintergrund? Pandoroが そこまで言ってくれました。 Furchtbar gerendert, voll pixelig。食事会に参加させてください。ありがとうございます。皆喜びます。 Ist nicht so schlimm wie in Fire Emblem Three Houses, aber irgendwie, da war irgendwie sehr komisch in Fire Emblem Three Houses. Irgendwie, ich weiß gar nicht mal, die Perspektive war irgendwie so merkwürdig. Jetzt war irgendwie so rundlich. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Und die Grafiken waren irgendwie sehr komisch im Hintergrund in Fire Emblem Three Houses, also im Vorgänger hiervon. So, okay, bei letzte. Schon wieder besondere Musik. ごめんなさい。目覚める前のことは曖昧で。私ね、千年前一度だけお兄ちゃんに会ったことがあるんだよ。一度だけ？うん、会ったことがあるのは一度だけ。私たちの兄弟はみんな戦争で死んじゃった。でもお兄ちゃんだけは生き残って 私に会いに来てくれた。泣いてばかりの弱くて幼い私に流石を渡して励ましの声をかけてくれたの。一緒にはいられない。 Wo ist überhaupt dieser Drachenstein? Können die sich nicht in Drachen verwandeln? Dafür werden die normalerweise benutzt. 昔の私がもう砕けちゃったけど、あの流石はずっと私のお守りだった。 辛いことがあった日も、ママが死んだ日も、再会できたパパにひどいことを言われた日も、流石を見て、また会える日を夢見て、頑張ろうって思ってたんだ。ベイル、覚えてないかもしれないけど、私とっても感謝してるんだ。あの時流石をもらってなかったら。 こうして再会できなかったから 私こそ感謝しています。
千年もの間思い続けてくれてありがとうございます。私もベイルがいなかったらこうしてここにいることはできませんでした。これからはずっと一緒にいられるよね。もちろんです。Aber erstmal sehen, wie das Spiel endet. Obwohl heutzutage am Fire Emblem-Spiel nicht mehr so ein dunkles Ende. Fire Emblem 7 hat wortwörtlich damit aufgehört, dass man gesehen hat, wie der Hauptbösewicht von Fire Emblem 6 irgendwie hier entstanden ist. Drachen. Aber so ein cooles Ende. Bei Fire Emblem 7 war ja der Vorgänger von Fire Emblem 6. Hat man so eine Art Darth Vader Moment irgendwie und den Bösewicht am Ende des Spiels gesehen hat, welcher ein Vorgänger der Bösewicht war. So, okay, wie gesagt, die Bankgespräche machen wir am Ende des Parts, einfach nur damit das hier schnell ist, ne, schneller durch ist. Die Unterstützungsgespräche müssen allerdings immer so früh wie möglich gemacht werden, weil wenn das irgendwie so funktioniert wie in den alten Fire Emblem Spielen, dann würde ich nämlich Supports verschwenden, ne? Jetzt sagen wir mal, ich hätte jetzt noch den B-Support für Fram offen, ne? Und ich würde irgendwie Support-Punkte mit ihr sammeln, dann würden die irgendwie verschwendet werden, weil ich noch den B-Support anschauen muss, ne? Also ich muss halt nur so, ich muss sozusagen den A-Support hier öffnen, damit ich überhaupt die Supports irgendwie freischalten kann, ne? Während die ganze Zeit hier grün wäre und ich die mir noch anschauen müsste, dann würde ich die ganze Zeit Support-Punkte sammeln, aber die würden nicht angerechnet für den nächsten Support. Deswegen müssen die immer so schnell wie möglich ausgegeben werden, angeschaut werden. Glaube ich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sehr sicher, aber ich glaube, so funktioniert das. So, wir gehen mal was essen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht, ob wir jetzt was essen. Warte mal, habe ich noch... Ich soll erstmal was in den Brunnen reinwerfen, ne? Habe ich noch so ein Ding hier? So ein Vorrat... ja doch Vorrat, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier alles irgendwie einen Einfluss darauf hat. Ration, mein Gott. Ich weiß nicht, ob das alles irgendwie einen Einfluss darauf hat, ob auf die DLCs, also auf jetzt hier das Kapitel, das wir gleich spielen werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier essen, weil wir kriegen ja, so wie ich da verstehe, vorgegebene Charaktere, vorgegebene Items, vorgegebene Level und all sowas, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob das Essen, das wir jetzt hier haben, irgendwie einen Einfluss auf unsere Charaktere haben wird, die wir jetzt gleich spielen werden, ne? Aber ich mache es trotzdem natürlich, ne? So, wir Panett, mein Gott, Panett. Panett muss immer noch hier den Dings rang bekommen, ja, den B-Rang mit mir. Also ich habe ja gar keinen mehr. Müssen auf die beiden achten. Mit wem könnten sie ja noch hier einen Support haben? Mit Amber. Ja. Ja, ich habe keinen Count. Stimmt, dabei, aber habe ich ja letztens schon versucht, ne? So. Da kriegen wir eben nur Geschicklichkeit und Resistenz, okay. Fisch. Das ist natürlich gut toll, wenn wir jetzt den sofort mit ihr auch noch verschalten würden. Die beiden nicht. Wir beide nicht. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Okay, zwei Geschicklichkeit. So, weiß jetzt nicht, ob dieses Essen jetzt einen Einfluss auf das Kapitel haben wird, aber gucken wir mal, ne? So, alles andere haben wir erledigt, ne? Ich habe 12 Charaktere vorbereitet, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss darauf hat, aber werden wir jetzt sehen, ne? So, das DLC, ich weiß nichts über DLC, außer dass man, glaube ich, ein paar neue Charaktere kommen wird, also da wurde mir auch im Dings gesagt im Hauptmenü, nachdem ich das DLC runtergeladen hatte, nachdem er freigeschaltet worden ist. Damals, als die anderen Ringe ja noch freigeschaltet, angekündigt worden sind per Trailer,
da hat man so einen Vorgeschmack auf der DLC gesehen. Und alles, was ich weiß, ist, dass einer der Charaktere sich in einen Drachen verwandeln kann, glaube ich. Oder ein. Irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Ich habe nur gesehen, wie irgendwie so ein Drache irgendwie jemand anderen angegriffen hat. Ne? Und ich glaube, das war sogar einer der eigenen Charaktere. Mehr weiß ich nicht. Ich werde wortwörtlich nichts mehr von diesem DLC. Deswegen gucken wir mal zur Dämonenwelt. Na, gucken wir mal. Dämonenwelt 1, fremde Drachen. Soreva. Sennen no Betsuri. Genshi no Hanten. Hyakunen no Koukai. Waga Hiai o Yume mitamae. Yo no Ankoku o Nagi harai tamae. ついおくの時はただ輝き残されし希望は露天する。さりとて私は知っている。この世界に救いはない。この世界にあなたはいない。 Mehr bin ich. あなたは私は。いいえ、やめておきましょう。7度も、とうに意味のないものです。認識できる領域内のどこか、という意味であれば、会ったことはありません。 Keredo, watashi no koe ga kikoeta ijou. Anata wa kagami utsushi no tamashi. Kanochi no kibou to naru mono. Onegai ga aru no desu. Watashi no taisetsu na hito tachi o douka sukutte wa kuremasen ka? Watashi de chikara ni nareru no naraba. Yoi no desu ka? Shisai mo kikoeta. Können wir die weibliche Version? Die weibliche Version des Hauptcharakters freischalten?私の心のどこかが軽くなるような気がするんです。遠い昔に置いてきた何かが取り戻せるような、あなたの願いなら叶えたい。その言葉が聞けて嬉しく思います。制約により確信を告げること、叶わぬ身ゆえ跳ねつけられることを最も危惧していました。 救いを求める彼女は、横島な心を持つ者により脅威にさらされています。このままでは最悪の結末にいざなわれてしまう。どうか七つの腕輪を集めてください。七つの腕輪？彼の地にて紋章師が宿る腕は、それを集める鍵となります。 Ich bezweifle halt irgendwie. Ich komme noch nicht mal auf 7, wenn man die anderen ersten 3 DLCs hier spielt. Also bezweifle ich, dass wir 7 Ringe bekommen. ずっと会うことはなかったのです。私たちはこの瞬間も開口してはいないのですから。不思議なことをおっしゃいますね。 でも私はまた会える気がしていますよ。ありがとう。旅路にブーンがあらんことを。さようなら、私の片割れ。異世界の神たる竜よ。旅路のすべてを苦しみ、悩み、楽しみ、そして愛してください。 二度と目覚めぬ私たちの代わりに。オッケー。シュース、イッシ。姉さん、成功したよ。やっと届いたんだ。僕たちの祈りが。本当に、本当に長かった。ついに現れたのですね。私たちの救世の主が。
Hallöchen, ihr seht wichtig aus. ここリトスの神竜王女に住む竜族の一人です。同じく竜族のいる。姉さんとは双子なんだ。エル、いる。はじめまして。私は神竜と申します。やっぱり神竜様だ。姉さん、神竜様だよ。この者が我々の救いだと。 どういうことですか。また会えて嬉しいよ。まるで生きて戻ってきてくれたみたい。生きて戻って。あなたはこの世界ですでに亡き者なのですよ。神竜、先の戦争で命を。じゃあ、また。その世で世界は闇に。決して、ない、パウゼ。これまで必死に救世の主を求め、やっと答えてもらえたと思ったの。 どうして寄りによってあなたなのです。できることなら会いたくなかった。姉さん、わかっています。救いを求めた以上、贅沢は言えません。話すことがあります。ついてきなさい。ごめんね。姉さんも嬉しいはずなんだけど。Seid ihr Fram und Clan aus alternativen Universum? Ihr seid pink und grün, ihr seid Zwillinge, ihr seid die ersten, die mich geweckt haben. Gibt es hier auch eine alternative Version von Wanda, die gut ist? Komm. Kann ich hier die als Ringe benutzen? Da wird sogar Sinn machen, glaube ich, ne? Hier hinten, だ、そう、だ、そう、クロム。この世界にもやつが。順を追って説明しましょう。この世界は元来、竜なき大陸であったのですが、数千年前、神竜と蛇竜の神祖となる竜が生まれました。彼らは最初こそ共存していたものの、蛇竜族は次第に 内なる破壊衝動から大陸を蹂躙し始めたのです。神竜族や民は滅びの危機に瀕し、救世の主を求めました。そして蛇竜に対抗する力として異世界より紋章師を呼び出して、紋章師は平和を求める者たちの切なる願いによって具現化した存在なのです。その時使われていた古の儀で あなたをこの地に呼んだんだ。てっきり異世界よりあなたな紋章師が使わされるのかと思っていたんだけど、来たのは私であった。本当に驚いたよ。今も驚いているけどね。紋章師の働きにより世界の平穏は保たれました。しかし、それも永遠。マイスター、ウェムスン、ゲンディ・エンブレム、アレ・ケンプン、フェン・ゾンボン、ディ・アレ・ハッド。 ジャリュー・ソンブルが紋章師の力を利用し、再び世界を蹂躙しようとしたのです。僕と姉さんはその戦争を知っているんだ。大陸中を戦火が覆う、凄まじい戦だった。神竜、蛇竜、そして各国王族が紋章師を奪い合い、戦い合い、疲弊していった。このまま諸とも滅びるかというところで、 神竜が我が勝利を収めました。神竜をルミエルがジャリュー・ソンブルを封印したのです。その命と引き換えに、母さんが千年前に死んだ。彼女の死によって平和が訪れましたが、各国の内部の平和が失われなかった。それでも、ich meine, in alternativen Universum überlebt sie。 時代の神竜王、エルタンタイル、ファイアンブレム。この世界のあなたですよ。ルミエルの実施である神竜が神竜王として即位したんだ。私が即位を。元の世界とは随分違う歴史のようですね。いい王様だったんだよ。本当に今度こそ平和が訪れる。
ってみんなそう思っていた。でもソンブルは封印から目覚めてしまった。三度目の戦が始まったんだ。腕輪を七つ、紋章師が目覚めた状態で集めると強大な力が与えられます。ソンブルはその力を狙っていました。一族の受けた雪辱を果たすため、そんなことのために大陸を炎に包んだのです。その戦で負けたのですか。私は相打ちでした。あの日、三度目の戦が決した夜、神竜と蛇竜は同時に息絶えた。同時に？蛇竜ソンブルは滅んだということですか。なら今この世界を危機に陥れている敵とは一体何者なのですか。ソンブルの意志を継ぐ者、その正体は不明です。とにかく神出鬼没なんだ。居場所も姿もわからない。確かなのはソンブルと同じく七つの腕輪を集めたがっていること。Tochter des Demodachen oder das mein Spiegel, meine weibliche Version. Eleos Taeriku no yotsu no kuni ni hitotsu zutsu. Saki no ikusa dewa tomo ni tatakatte ita no desu ga, shinryu o ushinatta koto niyori, kakkoku o matome ageru mono mo taigi mo naku natta. Ima dewa tagai ni kensei shi au reisen jōtai desu. Seid ja keine Menschen. Sie sagt die Menschen. この王城でコーロンしているのも見たよ。神竜様を守れなかったのは誰のせいだって。そんなの誰のせいでもないのに。こうして救世の主が来た以上、腕輪は返してもらいます。今まで互いに手出しはしませんでしたが、以降はこちらから仕掛けます。もしかしたらあなたの世界にいた人物や親しい者とも刃を交えることになるかもしれません。わかりました。覚悟をしておきます。あの、もしかしてあなたたちも神竜族なのですか？なぜそう思ったのです？最初に竜族だとおっしゃったので、それに神竜王城にいるのならもしかしてと。そのようなわけがないでしょう。あのね、神竜様、僕たちは。Der Film war kurz unterbrechen. 資格？なぜ今この時に？姉さん。OK。この姿は蛇竜。我々は数々存在した蛇竜の巫女がいる。Geil。Das wäre mein nächster Tipp gewesen. Stimmt ja. Fremde Drachen. Er schon genau das, was ich als einziges wusste, ja. Und das jetzt sie. Der Bruder sah gerade ein bisschen aus wie Leo aus Fire Emblem Fate. Sehr Perspektive. Geil. War ein Drachen. Wir haben eine Manakete auf unserer Seite. Ich weiß, so heißen die nicht in dem Spiel, aber ist mehr oder weniger eine Person, die sich in Drachen verwandeln kann. So, das hatten wir ja letztens. Wir hatten ja schon so einen Vorgeschmack hier. Also, da habe ich alle Cutscenes geskippt, weil ich dachte, wir kommen irgendwie auf eine Weltkarte oder so. So, lass mich das jetzt noch mal hier vertiefen. Ne? Keine Einheit. Ja, irgendwie kann ich mich im Schlachtfeld mit Leuten verbinden. Bonspiel erhöht die Treffer und Ausweichen des Amulets. Erzähl für die Bedürfnisse, wenn der Träger den Kampf initiiert oder den Gegner besiegt.
Eingespieltheit erhöht den Wert des Bündnispass erheblich, wenn er den Kampf initiiert und seinen Gegner besiegt. Die Bündnisangriffe Drachenschlag führt mit Schwert und Magie selbst Gegner mit hohen Verteidigung resistent immensen erheblichen Schaden zu. Ja, ja, und das ist, je nachdem wie hoch der Support ist, desto höher ist die Bündnisleiste oder die Level des Bandes, ne? In Schlachten in der Dämonenwelt haben deine Verbündete Vorbestimmte Klassen und Level. Die Items in ihrem Inventar sind ebenfalls vorgegeben. Du kannst sie aber wie gewohnt zwischen den Einheiten austauschen. Verbündete, die in der Schlacht fallen, kehren im Anschluss wieder zu dir zurück, unabhängig der von dir ausgewählten Schwierigkeit. In der Dämonenwelt begegnen die einzigartige Verbündete, die in Schlachten als sogenannte Gastverbündete zur Seite stehen. Nell ist eine mächtige Dracheneinheit. Nil gilt an der Seite von Emblem als fähiger Unterstützer. Ist am vorderster Front jedoch im Nachteil. Fall Nil oder Nil im Kampf gilt die Stadt als verloren. Setze sie also mit Bedacht ein. Alles klar. So, wir spielen auch schwer. Ja, ich könnte schwören, man hätte halt noch irgendwie umändern können, aber ich wäre sowieso nicht runter oder rauf gegangen. Also, ja. So. Und das hier sieht noch relativ klein aus. Wir haben noch 5 Charaktere. Dementsprechend. So, ist das Fogado darunter? Der Tiki. Lamaid, Lebenskugel, okay. Und ja, wir haben anscheinend die DLC-Ringe hier. Ich weiß nicht, ob ich was davon halten soll. Aber oh, wir haben unsere aber auch noch. So. Schauen wir uns mal unsere Charaktere an. Hier haben wir einmal Nil. Oder Nil. Ringer, der Zwilling mit Dämonendrachenblut. Gütiger Mann, der seine Schwester unterstützt. Und er hat Erneuerung, aber kann es nicht benutzen. Er ist ein Dämonenkind, er kann Äxte benutzen. Letzter Stolz. Besiegt ein Verbündeter innerhalb von 2 Fällen einen Gegner. Erhält die Einheit Crit plus 10 für einen Zug. Also er oder die Einheit, die gekillt hat. Oh, er hat diese Waffe. Er hat Ahndung. Ah. Die Waffe habe ich ja auch schon in meinem Spielstand. Ne? Also wenn ich das hier abgeschlossen habe, kann ich ja ihm die Waffe geben. Ne? So, und dann haben wir Nell. Ältere der Zwillinge mit Dämonendrachenblut kämpfen mutig an der Seite ihres Bruders. Sie hat dunkler Funke, was wahrscheinlich ihre Drachenfähigkeit ist, ne? Beschützerisch. Initiiert der Gegner den Kampf gegen Nell, erhält die Einheit Crit plus 10 für einen Zug. Okay. Und sie hat diese Lanze. Alles klar, und ich kann hier anscheinend alle meine Charaktere nehmen. Okay, jeder ist hier auf Level 15, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier? Wander. Er ist ein höheres Level, glaube ich, als mein Spielstand, aber trotzdem schwächer. Wie geht denn das eigentlich? Jeder Charakter hat jetzt vorgeschriebene Sachen. Habe ich immer noch mein Hauptschwert, alles klar. So, sie hat einen Schnitter, sehr cool. Aber ich kann nur 2 Charaktere mitnehmen, diesen Kapitel. Und da wir sowieso alle hier auf dem gleichen Level sind, würde ich schon fast sagen, ich nehme Vale mit, ne? So, alle Hauptwaffen sind hier vertreten, sehe ich gerade. Damit wir halt mehr von ihr haben, ne? Deswegen, ja, außerdem hat sie eine eigene Waffe, das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, warum sollte sie mit einem Donnerschwert kämpfen? Sie soll Magie genauso stark wie so, also ich kann mich ja eigentlich jetzt hier austoben, ne, mit wegen ich hier reingehen, ne? Aber wen will ich denn am liebsten nicht? Ein Heiler wäre eigentlich nicht schlecht, ne? So, weißt du was, das Spiel hat mir mehr oder weniger gerade gesagt, ist sie schon, sie ist eine mystische, sie ist gar nicht eine Heilerin, nein. Oh, Bändigerin, Königsritter, Wolfsritter, Wächter. Warum hat sie ja nicht ihre eigene? Aber Charaktere haben irgendwie die Skills, die ich denen gegeben habe. Die haben alle ihre Skills. Er ist Lanzenkavalier. Ja, ich meine, ja, ne, ich nehme auf jeden Fall wählen jedes Kapitel mit. Was ist Anna hier? Eine Axtkämpferin nur. Was soll ich denn damit? Axtkämpfer, Held. Sie ist ein Held. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Also die Charaktere, die in
in meinem Spielstand alle Dinge sind, alle schon weiterentwickelte Einheiten sind einfach nur stärker, ja, weil die halt ist irgendwie sehr komisch gemacht hier. So, sie ist ein höheres Level als auf meinem Spielstand. So, ich brauche einen Heiler. Heiler und Magier, Heiler und so. Er ist zum Beispiel nur ein Lord. Die sind also alle ihre ursprünglichen Einheiten. Wir nehmen einen hier mit, ich weiß es nicht. Ich will am liebsten noch einen Magier mitnehmen und einen Heiler. Oder? Ja, ne? Also nehmen wir. Keine Ahnung. Stimmt, ich habe ja noch Mikaya. Hm. Ja, ne, ich könnte Bale eigentlich Mikaya geben. Also was mache ich auch? Ich kann meine Embleme durchwechseln, ne? Cool. Ja, machen wir sie zu einer Magierin. Zu einer Heilerin. So. Oh, oh. Die Bandlevel sind aber alle nicht ordentlich gelevelt. Nee, warte mal. Ich habe ja noch jemand anderen irgendwie gelevelt, ne? Oder? Hm. Ah, ich habe hier bei Lev gegeben. Ja, wegen der Erfahrungsplus-Fähigkeit, genau. Hm. Ist natürlich jetzt ein bisschen Verschwendung. Egal. Ja, sie wird, glaube ich, eine gute Heilerin, ne? So, du. Was gebe ich euch denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, welche Embleme brauche ich denn am meisten? Ne? Ich muss noch meinen fünften Charakter hier auswählen, Mann. Wen nehme ich denn? Magier, Heiler habe ich ja jetzt. Bogenschütze wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ich habe niemanden gerade vorbereitet. Nehmen wir. Soll ich Celine mitnehmen? Sie war auch irgendwie davor geschlagen im Dings, ne? Ja, außerdem hat sie bei Lev ausgerüstet, genau, perfekt. Ja, bei Celine war ja auch gerade irgendwie vorgegeben. So in dem Beispiel gerade. Deswegen nehmen wir sie mit. So, dir geben wir. Wen brauche ich denn hier? Colin wird leider nicht irgendwie hier zur Verfügung stehen. Warum hat er Erneuerung? Weil er es eindeutig nicht benutzen kann. Ich merke gerade, seine Werte sind grottig. Oh, oh. Ich glaube, Roy wäre dann am besten, ne? Der halt stärker wird, ne? Mal, wie schwächer er ist. Oh, oh. Verteidigung 7, Verteidigung 12. Ist irgendwie gedacht, dass ich mit ihm Dings hier benutze? Mit Mikaya oder so? Ich weiß es nicht. Okay, irgendwie bin ich da verwirrt. So, und du kriegst, ich weiß es nicht. Gehen wir dir mal Ike. So. Wie soll ich dir auch Corin geben? Damit du halt Leute hier. Ja, damit du Leute festnageln kannst, ne? Dann gehen wir dir. Ich sagen, bei Lev. Ne, Ike, Balev, Sina. Dann muss ich dir aber noch irgendwie ihr Dings geben. Nein. Pff. So, dann gehen wir dir noch irgendwie, weil nicht. Ich habe kein Feuer, ja, cool. Nimmst du mal das hier und. Das hier und Heimel. Ich will eigentlich noch ein physisches Schwert geben. Für den Fall, dass wir irgendwie physisch mal angreifen müssen, ne?
euch dann eigentlich egal. So, wenn du kannst Dolche noch nehmen, ne? Dann geben wir dir mal ein Stahldolch. Und dir geben wir, was auch immer wir noch haben, ne? Donnerschwert? Nein. Er hatte sie. Obwohl, ich glaube, bei mir wäre eigentlich besser. Ne? Und du bekommst auch einen Schnitter. So. So, mehr kann ich ja nicht nehmen, ne? So, Vale hat natürlich noch keine Fähigkeiten. Ich dachte, die Sachen werden ja alle vorgegeben, deswegen wusste ich jetzt nicht, ne? So. Nein, wo ist das denn? Hier, mein Gott. Ich nehme an, die Charaktere tun ja so oder so leveln, ne? Okay, guck mal, wir machen halt die einfach so schnell wie möglich, ne? Ich habe jetzt mehr Magier. Aber da ich nur zwei Charaktere auswählen konnte, nehme ich mal an, diese Level wird nicht so schwierig sein oder so lang sein oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich irgendwas gegen Drachen. Warte mal, ist Tiki eine Fliegeneinheit? Sieht er als Fliegeneinheit? Briten. Das gilt als Briteneinheit? Wolfsritter sind Briteneinheiten? Ich meine, ja, ne? Stimmt ja eigentlich. Ich habe nichts dagegen. Ich habe Ritter tot. Aber ich kann den. Wer hat den Ritter tot? Alfred. Kann ich da bestimmt der einen hier geben. Ich soll allgemein einige Waffen hier einlagern, damit ich darauf Zugriff habe. Mit einigen Charakteren. Heilstab, mein Gott. Vale. Heilstab. Irgendjemand muss hier nochmal Heilstab. Haben noch Pflegestäbe, cool. Ah. So, sind wir jetzt fertig. So. Bin ich mal gespannt, wie sie aussieht. Wenn sie nicht eine, was auch immer ihre Klasse nochmal war. So. Ich nehme jetzt mal an, das wird jetzt nicht so unglaublich schwierig hier sein, ne? Fremde Drachen. Am Ringaltar, Vorkampf. Gut, dann scheint eine sehr, das sind alles die gleichen Einheiten, sehe ich gerade. Bis auf ein paar Schützen. Ein Schütze. Okay, rein da. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen besiegen. Okay, gehen wir einfach rein. Wird schon klappen. Könnte auch Cloud sein. Die Frisur, die Hautfarbe. Könnte Fugado sein, könnte Cloud sein aus Fire Emblem Three Houses. Na, gucken wir mal, wie wir das hier machen, ne? Sieht das nicht so schwierig aus, wenn jetzt nur die gleichen Gegner hier sind. Kampf 2, KP minus 5. Oh nein, jetzt sind wir die Ninjas aus Fire Emblem Fates. Okay, wer hat denn die höchsten Verteidigung? Ich muss jetzt natürlich erstmal gucken, wen ich zu was hier einsetzen kann, ne? Warte mal, ich bin keine weiterentwickelte Einheit. Nein! Sie Bündnis von der Leo voll. Wähle Bündnis plus, um ein Bündnis mit einem benachbarten Verbündeten einzugehen. Im Emblem der Leo geht ein Bündnis mit dem Verbündeten ein und der Leo erhält ebenfalls den Bündnisstatus. Der Bündnispartner von Emblem der Leo kann die mächtigen Bündnisangriff Bündnisschlag nutzen, solange beide benachbart sind. Aber kann ich mich auch verbinden? Anscheinend ja. So, aber da jeder jetzt hier
auf dem festen Level ist, ist eigentlich egal, ne? Wen ich jetzt hier kill. Oh. Ich kriege keine Erfahrungspunkte hier. So, Verteidigung 9. Geschicklichkeit 15. Ich kriege keine Erfahrungspunkte. Alles klar. Das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil dann heißt das, ich kann ja eigentlich mit jedem hier reingehen. Und mir Sorgen zu machen, irgendwie jemanden zu über- oder unterleveln, ne? Aber dich. Was ich mich ja frage, ist, ob wir hier Supportpunkte kriegen. Ne. Die Macht eines Dämonen, ach, das nutzt halbiert gegnerische Verteidigung und Resistenz. Sag. Sieht ein bisschen aus wie Sonnenbronn, jetzt wo ich darüber nachdenke. Ja, ne? Von sieht sehr aus wie die von Sonnenbronn in seiner Drachenform. Aber wenn ich ja keine Erfahrungspunkte kriege, ne, dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, ja irgendwie alle Gegner zu erledigen. Schon sagen, du kannst ihn nicht benutzen. Wenn ein Wolf legt, als ob es Angst mit dem Schatz wäre, verfluchte Reißzähne. Verfluchte Reißzähne reduziert die maximal KP der folgenden Methode. Oh, maximal KP mit jedem Treffer und hält für den Rest der Schlacht an. Es sei denn, man entfernt ihn mit einem Erneuerungsstab. Oh, das ist natürlich sehr cool. Mit sehr cool meine ich überhaupt nicht cool. Ah, da muss ich mit beiden treffen. Toll, das heißt, ich darf ja gar nicht mit meinen Charakteren verteidigen. So, oh, Momente, cool. Oh, sie hat auch weniger. So, das heißt, du bist irgendwie voll nutzlos. Verstehe dann ihn irgendwie nicht. Warte mal, das Spiel hat mir da irgendwie ein Tutorial zu dem Typen gegeben, ne? Hier gibt es an der Seite von dem Böhm als fähiger Unterstützer, ist dann vorerst Front jedoch im Nachteil. Weil er halt ein Drache ist, ne? Dann bekommt er mehr. Ich verstehe es nicht. Ja. Da sehen wir ein bisschen mehr vom Veil, weil ich sie wahrscheinlich sowieso nicht so oft benutzen werde in der Story, weil sie halt hier ja schon so hoch überlevelt ist, ne? So, Erneuerung braucht C, das wird sie ja wohl haben, ne? Ja, okay, das heißt, sie kann Erneuerung einsetzen, perfekt. Okay. Wenn wir den brauchen. Jetzt muss ja aufpassen, ein bisschen. Natürlich ausweichen würde, wäre
gut, aber das wird glaube ich nicht passieren, ne? Das ist ja voll nervig, ey.